Den bundesweiten Vorlesetag gibt es mittlerweile seit 12 Jahren. Auch in diesem Jahr habe ich ihn hier in Weißenfels organisiert zum 3. Mal. Und interessante Vorleser sind auch in diesem Jahr dabei. Schauen Sie selbst. Meiner Einladung zum bundesweiten Vorlesetag folgten am vergangenen Freitag 28 Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Langendorf. Pünktlich um 9.30 Uhr konnte ich sie in der Stadtbibliothek Weißenfels begrüßen. Als Vorleser konnte ich in diesem Jahr erneut Mike Reichel, den Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, sowie Neuling Mario D. Richard, Moderator der Sendung Mach dich ran des MDR und Buchautor gewinnen. So, ich habe jetzt neben mir Herrn Mike Reichel, er ist Leiter der Landeszentrale für politische Bildung hier in Sachsen-Anhalt. Herr Reichel, Sie sind jetzt zum 3. Mal hier bei mir Vorleser beim bundesweiten Vorlesetag. Was hat sich denn zu den anderen Jahren unterschieden oder was ist neu? Also heute war es so schön, weil die Schüler alle richtig rangerückt sind. Die saßen direkt vor einem, nicht so ein bisschen weit weg, sondern richtig dran. Und man hat so richtig in die Augen gucken können, wenn sie zuhören und darauf warten, was kommt als nächstes. Und das fand ich sehr spannend. Aus welchem Buch haben Sie denn heute den Schülern vorgelesen? Ich habe aus einem ganz alten Buch vorgelesen, das ich mit 7 Jahren geschenkt bekommen habe, nämlich die Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Und dort habe ich ein Märchen ausgesucht, das wohl kaum einer kennt, nämlich das Waldhaus mit dem schönen Hühnchen, schönen Hähnchen und du bunt gescheckte Kuh, was sagst du dazu? Das fand ich immer schon so wunderbar und die Kinder fanden es auch sehr gut. Warum finden Sie es Lesen so wichtig für Kinder? Also ich glaube, dass einmal für die Kinder selbst erfasst man beim Lesen viel mehr das, was der Inhalt des Geschriebenen ist. Man kann es verarbeiten, man kann nochmal lesen, man kann es auch betonen. Man lernt natürlich auch, mit Sprache umzugehen, auch mit anderen Worten, die man sonst nicht gebraucht. Und so ein Vorlesen fördert auch ein bisschen das einmal das Zuhören und vor allem das neugierig machen aufs selber Lesen und selber Vorlesen und vor allem das laute Vorlesen. Das macht es ja sehr spannend. Schön Hühnchen. Schön Hähnchen und du bunte Kuh, was sagst du dazu? Und die Tiere antworteten, Duchs, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht. Ich habe jetzt Mario D. Richard neben mir. Er ist nicht nur Moderator der Sendung Mach dich ran und Buchautor. Nein, er ist auch heute einer meiner Vorleser beim bundesweiten Vorlesetag. Mario, du bist ein vielbeschäftigter Mann und immer unterwegs mit deinen Tagesaufgaben. Schaffst du es denn selber mal ein Buch zu lesen? Ich habe wenig Zeit. Also ich habe zum Lesen wenig Zeit und deswegen höre ich sehr viele Hörbücher. Mhm. Zum Beispiel mein Lieblingshörbuch ist Der Marsianer, gibt es auch als Kinofilm, aber das Hörbuch ist viel, viel besser als noch als der Kinofilm. Habe sehr viele Hörbücher gehört von Tommy Jau zum Beispiel, aber ich lese auch viel. Also wenn ich dazu komme mal, ich habe 18 Bücher auf meinem Nachttisch zu liegen, die ich mir immer mal gekauft habe, weil es mich interessiert, aber ich schlafe dann abends immer ein. Es ist, wenn man Vater ist, wenn man ein Kleinkind hat, dann ist man sehr müde und erschöpft am Abend. Und deswegen komme ich selten zum Lesen, deswegen Hörbücher. Aber du hast ja eine kleine Tochter, das heißt, du kannst der ja Geschichten oder Bücher vorlesen. Wie sieht's da aus? Hat der Papa Zeit dafür? Ja, Eiskönigin. Eiskönigin und nochmal Eiskönigin, von morgens bis abends und dazwischen auch. Und ein bisschen Bibi und Tina mag sie. Das soll ich immer vorlesen. Meistens nicht nur lesen, sondern auch spielen. Ich bin Anna. Kennst du Anna? Aus Die Eiskönigin, richtig? Ja, das ist die Nette. Okay, ja. Ich habe den Film nie geguckt. Du kennst nicht Die Eiskönigin? Ich kenne ihn schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich war in Amerika ein Jahr. Du kennst nicht Die Eiskönigin? Nein. Ich lass los, lass jetzt los und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit. Kennst du nicht? Ich wollte übrigens heute auch die Eiskönigin lesen, aber dann dachte ich mir, sind vielleicht die 10-Jährigen zu alt dafür. Das hast du aber nicht gemacht, denn du hast heute Detektiv Pinky vorgelesen, richtig? Detektiv Pinky, für mich das beste Kinder- und Jugendbuch ever, ever, ever. Da geht es um einen kleinen Detektiv, der in einem Waisenhaus wohnt. Jetzt trete ich hier aus Versehen gegen Stativ. Der wohnt in einem Waisenhaus und sein größter Traum ist es, Detektiv zu werden. Also ein 12-Jähriger ist das. Und er löst für die Erwachsenen die Fälle, weil die alle zu doof sind. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, genau das Buch heute vorzulesen? Es ist mein Lieblingskinderbuch. Ich habe es damals als Kind ja bestimmt 20, 30 Mal gelesen. Lohnt sich wirklich, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt. So kleine Details in dem Buch. Und bin dann umgeschwenkt auf Die Eiskönigin.
und dachte mir dann aber, Eiskönigin ist nicht für die Kinder, die 10 Jahre alt sind. Und habe dann wieder Pinky gedanklich rausgekramt. Wie alt seid ihr so? 10? 10. 9 und 10. Okay, dieses Buch ist eigentlich ab 12. Nein. Geheime Sache. Ja. Und habe es dann schnell noch im Internet, in diesem ominösen Internet, was es heutzutage gibt, bestellt. Und es kam vorgestern an. Das heißt, ich konnte nicht mal üben. Und habe denn heute sozusagen zum ersten Mal wieder dieses Buch gelesen, seit ich damals 12 war. Jetzt weiß jeder, das ist genau 8 Jahre her. Gelogen, 7, oder? Stimmt, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Okay, und das ist ja hier heute der bundesweite Vorlesetag und soll den Kindern das Medium Buch wieder näher bringen. Was findest du, ist das Wichtige am Lesen, gerade für Kinder? Findest du nicht, dass meine Antworten zu bescheuert sind? Nö, überhaupt nicht. Hör dir zu. Okay. Wie war die Frage? Was ist das Wichtige am Lesen? Weißt du, ich bin nicht Multitasking. Das Wichtigste am Lesen? Ja. Für Kinder? Ja, es ist ja wichtig, dass Kinder relativ früh anfangen, sich mit Literatur zu beschäftigen. Ne? Heutzutage daddeln die alle bloß auf ihren Smartphones rum und wischen nach links und rechts und irgendwelche Spiele auch am Computer oder so oder Playstation und so. Und bei mir ist es so, dass meine Tochter schon relativ früh rangeführt wird an die Materie. Durchs Lesen lernt man viel natürlich. Man bekommt verschiedene Facetten mit, verschiedene Sprachstile und verschiedene Ausdrucksformen. Und dadurch entwickelt sich die Fantasie natürlich, ganz wichtig, weil in Büchern sind ja, okay, in Kinderbüchern sind auch viele Bilder drin, aber meistens liest man ja was vor und dann spielen ja oben die Synapsen Fasching und dann bildet sich die Fantasie heraus. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei Kindern. Auf jeden Fall. Lieber Mario, ich danke dir für das spannende Interview. Ist jetzt schon vorbei? Ja, ist jetzt schon vorbei. Denn die Bibliothek öffnet jetzt gleich und wir werden ja rausgeschmissen. Das heißt, du musst dich wieder ranmachen. Und dann verabschieden wir uns jetzt von den Zuschauern von BLK Regional TV. Ganz genau. Mit einem Dreifachen. Yippie oder was? Kommen Sie gut in die Betten, aber erst noch fleißig BLK Regional TV gucken. Zum Abschied und zur Erinnerung an den Vorlesetag überreichten wir, die Vorleser, jedem Schüler ein Buch, welches freundlicherweise von der Säume-Buchhandlung zur Verfügung gestellt wurde. Große Augen bekamen unsere kleinen Gäste, als plötzlich vor ihnen der Wolf des Mitteldeutschen Basketballclubs stand. Er war nicht furchteinflößend, nein, er brachte ihnen ein Geschenk mit. Jedes Kind erhielt für das kommende Heimspiel eine Freikarte. Ja, das war der bundesweite Vorlesetag im Jahr 2016. Aber auch nächstes Jahr um diese Zeit wird hier in der Stadtbibliothek ein weiterer Vorlesetag stattfinden. Und Sie sollten jetzt zu Hause sich auch ein Buch schnappen und Ihrem Kind vorlesen. Denn wie Sie gerade gehört haben, Lesen ist sehr wichtig für die Bildung jedes Kindes. Machen Sie es gut.